Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zur nächsten FIFA 16 Spieltagsprognose. VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern und ihr merkt schon, ja, ich bin nicht der gute Kevin. Denn der liegt momentan krank im Bett und hat mich gefragt, ob ich im Grunde genommen für ihn einspringen würde. Die Prognose hier im Alleingang, sag ich mal, aufzunehmen. Klar, er spielt auf der anderen Seite mit dem Bayern, aber ich bin heute, sag ich mal, alleine im Sachen kommentieren. Ja, Wolfsburg gegen Bayern, die Wolfsburger die Saison noch nicht wirklich zwingend genug. Letztes Jahr noch Pokalsieger, dieses Jahr wollten die Wolfsburger eigentlich um die Meisterschaft mitspielen, aber jetzt muss Wolfsburg aufpassen, dass es überhaupt was mit der Euroleague wird. Jetzt vielleicht hier die erste Möglichkeit für André Schürrle, aber Manuel Neuer kommt in den Ball halten. Und die Bayern, ja, die müssen sich auch was zum Vorwurf machen lassen, da sie den Sack nicht schon in Turin unter der Woche zugemacht haben. 2:0 Führung durch Müller und Robben, aber Endstand nur 2:2. Klar, zwei Auswärtstore hat man, aber trotz alledem muss Bayern aufpassen, dass es im Rückspiel nicht rausfliegen. Und hier war auch gerade eine gute Möglichkeit auf andere Seite für die Bayern. Ich glaube, Lewandowski gerade war. Naja, du willst es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade hier den Anfang ein bisschen verpeilt, das zu sagen. Wir wünschen Kevin natürlich auf dem Weg alles Gute und gute Besserung. Und wir hoffen mal, dass er dann spätestens nächste Woche wieder mit am Start ist, vielleicht auch unter der Woche auf meinem Kanal mit dem Wrestling Talk. So, Tresch Gustavo, sieht Draxler, Maximilian Arnold spielt auch, der hat unter der Woche oder beziehungsweise heute verlängert gehabt. Beim VfL Gustavo, der ehemalige Münchner, hier mit der ersten drückende Möglichkeit für die Wolfsburger. Aber Manuel Neuer steht richtig. Wir reden ja mit der Flanke, Gustavo mit dem Kopf, aber viel zu schwach. Da müssen die Bayern nicht mal sich einen Millimeter nicht mehr rühren. Das war überhaupt nichts. Da muss man dann vielleicht auch mehr draus machen. Tja, die Wolfsburger, die Abgang von De Bruyne haben sie anscheinend nicht wirklich verkraftet. Ein Draxler geholt. Aber trotz alledem, ein Draxler kam bisher noch nicht so, sag ich mal, eine Klasse heran. Wie es eins De Bruyne geschaffen hat. Aber mal gucken, vielleicht sind ja die Wolfsburger heute weiter in der Euroleague. Jetzt Maximilian Arnold und Außenpfosten. Max Kruse vielleicht auch mal mit der nächsten Möglichkeit. Nein, die Verteidigung der Münchner steht. Ob jetzt vielleicht die Kontermöglichkeit. Nein, Lewandowski verliert den Ball. Das ist wieder Maximilian Arnold, Gustavo, Julian Draxler abgefällt schon David Alaba, der auch hier, glaube ich, mit Kimmich die Innenverteidigung bildet. Taski unter der Woche ja in der Champions League nicht mal im Kader gewesen. Das war vielleicht für viele eine Überraschung. Kimmich war vielleicht dann doch etwas überfordert. Also da sollte man dann überlegen, wie man im Rückspiel agieren wird. Ob mit Kimmich oder mit Taski das Risiko. Ob sie das mit Taski gehen sollen. Oder ob sie Kimmich weiterhin das Vertrauen da geben wollen. Oh, was für ein Fehler. Das darf nicht passen. Und Robert Lewandowski nutzt diesen Fehler aus in der Hintermannschaft der Wölfe. Und 1:0 für die Münchner Bayern. Um ehrlich zu sein, großartige Überraschung. Dürfte das nicht sein, die Bayern sind trotz alledem natürlich hier Favorit in dieser Partie. Und Lewandowski, ich weiß gar nicht sein, wie viel das Saisontor ist, auf jeden Fall ist 24. 23. irgendwie in dem Bereich, glaube ich. Also 1:0 für den FC Bayern München in der Autostadt in Wolfsburg. So, und meine Jungs wollen hier irgendwie den Anschluss nicht machen, warum auch immer. Wir jubeln einfach nur alles. Ich kann nicht drücken. Gut, jetzt aber. Jetzt geht es. Vielleicht wird es ja jetzt besser. Das ist Christian Tresch. Rinja. Da müssen wir ein bisschen mehr Dampf jetzt hier bringen. Und wird da unsauber gestoppt von Diego Costa. Der ist natürlich sehr, sehr schnell. Kann Vorteile haben für die Bayern. Total nicht wahrscheinlich, aber super nur die Vorteile. Endeffekt, sowohl als vorne als auch nach hinten. Ist er jedenfalls schnell parat. Jetzt hier Freischuss. Naldo mit dem Kopfball. Aber auch der geht nicht aufs Tor von Manuel Neuer. Also da will es einfach momentan nicht klappen. Die richtige zwingende Chance fehlt den Wölfen. Auch Xabi Alonso gut gemacht dort gegen Kruse war es, glaube ich.
Und hier sehen wir Knoche, der gegen Thomas Müller das sehr, sehr gut macht. Und bei Thomas Müller, er ist ja wirklich ein Stürmer, wo man nie weiß, was macht der Junge als nächstes. Und Gustavo, was macht er denn dort? Rennt mir mitten in den Angriff hier rein und versaut alles. Schönen Dank. Ja, wahrscheinlich hat er doch noch heimlich das Bayern-Trikot an. Lewandowski, das ist Arturo Vidal. Resch. Ricardo, oh. Nee, jetzt wird dann noch hier der Vorteil wieder abgepfiffen. Es gibt Freistoß für den FC Bayern. Alaba wird diese reintreten, kommt auch in den Strafraum. Naldo verschätzt sich und gefroh sein, dass da jetzt keiner einschussbereit stand. Das hätte jetzt hier böse enden können. Also in der Hintermannschaft von Wolfsburg stimmt's nicht. Vorne stimmt's auch nicht wirklich. Oh weia, oh weia. Auch ein André Schürrle bleibt seinen Erwartungen weiter zurück. Ricardo Rodriguez dort gegen Arjen Robben. Rodriguez. Na, ist jetzt Ecke oder ein Abschluss? Abschluss entscheidet der Schiedsrichter. Sah für mich eigentlich einen Moment so aus, als müsste es Ecke geben für die Bayern. Aber Schiedsrichter hat anders entschieden. Das ist wieder mal geringer. Und die Bayern, wir sehen hier, die Bayern sind immer zur Stelle. Das ist Julian Draxler und der Ausgleich für den VfL Wolfsburg. Nach 28 gespielten Minuten Julian Draxler, der ja immer besser wird momentan. Zwei Tore in der Euroleague gemacht. Jetzt trifft er hier momentan wieder. Wir hoffen uns natürlich, dass es morgen, ja, Entschuldigung, Samstag natürlich, Samstag in Wolfsburg eine spannende Partie wird. Denn das Spielmaterial dafür ist definitiv gegeben. Auch wenn die Ausgangslagen beider Mannschaften fast nicht unterschiedlicher sein könnten. Gustavo, da wieder ein bisschen unsauber gespielt. Das ist Draxler, jetzt die Kontermöglichkeit. Und das ist Max Kruse. Fehler von Kimmich war das, glaube ich. Boah, was denn? Da kann doch der Verteidiger, der Stürmer mal dran vorbeigehen. Sollte er eigentlich auch. Aber irgendwie hat der Controller das hier nicht gemacht. Scheiße. Entschuldigung für den Ausdruck. Ab und zu muss es mal gesagt werden. So, jetzt wieder Juan Bernat. Bernat gegen Naldo. Naldo, der Sieger. Oh. Da muss aber auch wirklich kräftigst hingegangen werden und nicht so eine Luschenpässe. Spielt werden. Jetzt Virinha über rechts außen. Bleibt. Aber wieder nicht der Sieger. Bernat kann da wieder zwischenkommen. Also Virinha hat auf der Position seine Probleme. Hat Diego Costa. Douglas Costa und auch Bernard da als Gegenspieler. Beide ja nicht gerade die langsamsten. Gustavo. Wieder sowas. Arnold geht auch dran vorbei. Die Bayern, ja, sie suchen natürlich jederzeit die Lücke, um einen ihrer schnellen Flügelspieler vielleicht auch schicken zu können. Da müssen wir extrem aufpassen. Gerade hier Costa und Robben. Das kann ganz, ganz schnell daneben gehen. Kaum sage ich, kommt der Ball zu Arjen Robben von Thomas Müller. Robben gegen Rodriguez. Robben setzt sich durch. Immer noch Arjen Robben. Knoche aber zur Stelle fürs Erste. Müller will nachsetzen, aber zum Glück stand die Verteidigung einigermaßen gut. Jetzt vielleicht wieder die Möglichkeit. Das ist Max Kruse gegen Alaba und wieder zieht Kruse den Kürzeren. Obwohl Alaba da den Stockfehler gemacht hatte. Aber seine Schnelligkeit, die ist dann noch da. Naldo. Gut übrigens gerade hier gemacht von Christian Tresch. Und Arturo Vidal geht da auch super in den Zweikampf. Auch wieder sehr gut gemacht. Jetzt vielleicht Virinha. Die Flanke kommt rein. Kopfballmöglichkeit eigentlich für Max Kruse, aber Manuel Neuer kommt vorher am Ball. Somit auch diese Chance wieder verpufft. Jetzt vielleicht die Konterschön-Möglichkeit für Müller über Robben, über Lewandowski. Lewandowski tanzt den einen Verteidiger aus. Aber nicht mit Naldo, der geht dazwischen. Ricardo Rodriguez jetzt am Ball. Muss man natürlich hier sicher das Aufbauspiel machen. Gustavo, Schürrle. Aber Philipp Lahm kann hier Schürrle den Ball abnehmen. Wieder ist der Ball versprungen. Diesmal an Seiten der Münchner. Oh, Kimmich. Macht es aber im letzten Moment dann doch noch gut. Sah für mich danach aus, als würde er jetzt da den Ball verlieren.
ersten Moment. Das ist wieder Knoche. Bernard. Das ist Verinha. Das ist wieder Luis Gustavo Verinha. Jetzt hat er vielleicht mal Platz. Jetzt muss er aber auch die Flanke bringen. Er bringt die Flanke, aber wieder das Manuel Neuer vor. Vorne, aber es gibt Freischuss. Freischuss in der 45. Minute. Da kann man gerne nochmal den Lucky Punch kurz vor der Halbzeitpause reinmachen. Ball wird getreten von Draxler. Der bringt jetzt den Ball rein, aber es kommt keiner zum Kopfball. Jetzt die Kontermöglichkeit vielleicht nochmal für die Bayern. Oder pfeift der Schiedsrichter hier ab. Nein, Verinha kann den Ball da noch abfangen. Und jetzt wird abgepfiffen. 1:1 steht es nach 45 Minuten. Ich weiß nicht, wo ich das 0-0 gerade herhole. Aber naja, kann ja mal passieren. Also 1:1, 4:1 Schüsse aufs Tor. Ich denke mal, das sieht jetzt etwas krasser aus, als es ist. Ballbesitz, da ist der Kevin mal wieder vorne. Also im Endeffekt ist das dasselbe Bild. Kevin mit mehr Ballbesitz. Und Kimmich geht tatsächlich runter. Mehdi Benatia kommt rein. Der Marokkaner und Franck Ribéry macht sich anscheinend hier gerade warm. Lief hier gerade bei mir jedenfalls durch Bildschirm. Das ist Benatia. Schön auf Lahm. Aber Schürrle kann da den Ball abfangen. Knoche. Kösch Wolfsburg, zweite Halbzeit unverändert. Aber ich denke mal, das wird nicht mehr allzu lange dauern, bis auch Wolfsburg den ersten Wechsel durchführen wird. Das ist Draxler. Arnold. Oh. Diese Pässe, die sind einfach zu lasch. Kannst du nicht wirklich dir Chancen erspielen. Und dann sind die Bayern natürlich da. Wieder Bernard auf Costa. Schöner Doppelpass jetzt hier mit Bernard wieder. Was ist das denn? Der Vidal, der schubst du aber ganz schön. Mein lieber Scholli doch. Und da eine Möglichkeit für die Bayern. Das war natürlich jetzt nicht der Überkopfball, aber Castells verkauft sich da an der Stelle ja sehr gut. Das ist wieder Draxler. Jetzt Flügelwechsel. Ach, so kannst du nichts machen. Da steht keiner und da kommst du nicht an den Ball. Das ist Arjen Robben. Der hat Platz, der hat Zeit. Ah, verliert den Ball gegen den jungen Knoche. Also der macht heute wirklich eine gute Partie. Auch mit auffälligster Akteur. Der Wolfsburger. Also Rodriguez und Knoche haben da eigentlich Robben so weit gut unter Kontrolle. Aber jetzt vielleicht hier die Möglichkeit. Platz ist jetzt da für Robben. Robben will natürlich nach innen reingehen, aber wieder gut abgedrängt. Jetzt die Kontermöglichkeit für Wolfsburg. Nein, Bernat hier setzt nach. Hat den Ball. Die Münchner kommen in die Nähe des Strafraumes. Diego Costa. Oh. Arturo Vidal. Was war das denn jetzt? Der Ball ist im Netz. Castell zieht nicht gut aus. Vidal haut ihn rein. Und ich dachte zwischendurch, es gibt Elfmeter eventuell. Wenn nach Costa zu Fall gegangen wäre. Arturo Vidal kann tatsächlich den Ball hier einschieben. Aber auch gut von den Münchnern gemacht. Sie setzen da an den Angriff. Sie setzen im Angriff hier nach. Und Vidal geht hier volles Risiko. Und das wird im letzten Endes auch belohnt. So, jetzt habe ich aber dann doch ein wenig die Schnauze voll. Wir werden jetzt hier doch mal die Aufstellung etwas kurz ändern. Gut, ihr seht das jetzt ja nicht. Ein Glück. Ja, wen bringen wir denn? Obwohl, werden wir eigentlich überhaupt großartig wechseln? Ja doch, wir werden was machen. Und zwar soll Caligiuri reinkommen. Und auch Gilavugi soll kommen. Und Dante, nee, Dante lasse ich weg, sonst haare jetzt noch mehr Gegentore. Und bin mal gespannt, ob der Kevin auch noch was macht. Ja, Franck Ribéry steht bereit, also er kommt jetzt hier in die Partie. Für Xabi Alonso allerdings. Weiß jetzt nicht, was der gute Kevin davor hat. Ob jetzt Ribéry tatsächlich auf zentralen Mittelfeldposition spielt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber mal gucken, vielleicht sehen wir das hier gleich im Laufe der Partie. Wieder Arjen Robben. Also mit Robben,
Er ist immer noch hier mit der auffälligste und Gila Wugi hier im letzten Moment. Sonst wäre da wahrscheinlich der Münchner zu Kopfball gekommen und dann wäre es sehr gefährlich geworden. Das ist Ribéry, also noch Ribéry über die Außen. Draxler. Das ist Max Kruse. Kann da aber auch wieder nichts machen. Immer wieder ist einer der Verteidiger der Münchner da. Ob's Alaba ist, ob's Kimmich war, jetzt Benatia. Jetzt aber wieder über Douglas Costa. Die Flanke kommt und Knoche. Knoche, wirklich. Also der rettet uns hier, sage ich mal, hinten schon ein paar Mal jetzt den Hintern. Nächste Möglichkeit, wieder die Bayern. Also die wollen hier wirklich das wissen. Also das muss man echt jetzt mal den Münchner sagen. Die lassen hier auch nicht locker. Der Kevin beißt sich hier richtig rein. Jetzt probiert das über Douglas Costa mit der Ecke. Oh Naldo, was machst du? Was ist das denn für ein Traumtor, Arturo Vidal? Ach du Kacke. Wenn der jetzt gewollt war, war es Weltklasse. Vidal Doppelpack. Und wie macht er den? Mit der Hacke. Ich werd bekloppt. Da tut mir der Kevin jetzt wirklich gerade leid, dass er nicht hier dabei sein kann, aber wenigstens das Spiel, das scheint ihn jetzt nicht mal aufzumuntern. Sehr, sehr, sehr schön und stark gemacht von Arturo Vidal und natürlich sehr gut gemacht von Kevin. Caligiuri kann da wieder nichts machen, mein Gott. Lewandowski, wir müssen jetzt hier aufpassen, sonst geht es jetzt hier richtig ein auf die Klappe. 65 Minuten sind um. Oh, werden die Bayern jetzt doch nochmal wechseln? Was sollen wir, was können wir denn bringen? Bruno Henrique, das ist ja der Einzige, der noch bereit steht. Bringen wir ihn einfach, mein Gott, was soll's. Und die Bayern werden jetzt auch nochmal so wechseln, wie es aussah. Also, Douglas Costa geht vom Feld auf ordentliche Partie. Mario Götze mit seinem Comeback nach der Verletzungspause. Oder hat er letzte Woche schon gespielt? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, das war nur Ribéry. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Castells kann diesen Freistoß jetzt hier abfangen. Jetzt muss man aber auch hier mal was erreichen. Das ist Bruno Henrique. Oh, und Henrique vertändelt da gleich mal den Ball gegen Götze. Und Neuer. Was macht Neuer denn da? Weiß nicht, ob seine... Ob er wollte, dass die Jungs sich jetzt hier besser... einstellen und Robben macht es jetzt richtig klasse. Und jetzt müssen wir hier aufpassen. Das ist Lewandowski, aber Kürn Castells hat hier zum Glück aufgepasst. Der Ersatz von Diego Benaglio macht das in der Situation gut. Oh, und da jetzt aber ein Fehler von Tresch. Also der gefällt mir hier bisher nicht so wirklich. Oh, Tresch geht da an Ball vorbei. Ey, was ist denn mit dem jetzt los? Ja, und dann gehst du so in den Zweikampf. Das war jetzt Frust. Dass bei ihm nichts läuft. Und da wird er zurecht. Die gelbe Karte sehen. Rechtsverteidiger vom VfL aus Wolfsburg. Ja, nee, da muss er nicht so in den Zweikampf gehen. Klar, er muss den Zweikampf gewinnen, sonst wird das ja eine gefährliche Situation, aber... dann das so zu machen nach eigenem Fehler. Und jetzt fangen wir hier an, noch die Bälle quer zu legen. Das ist Götze! Und wieder Kürn Castells. Alter Schwede. Man merkt es schon. Kaum rede ich mehr zum Spielen. Nein, Spaß. Kann natürlich immer passieren. Und so manche Vereine gegen einen, manche nicht. Castells, komm jetzt, hau das Ding raus da. Bruno Henrique. Wieder hier mit einer Möglichkeit. Ja, ja, und dann wieder so ein Frustfoul. Aber diesmal Vorteil für die Bayern. Naldo kommt dahin. Das ist Arturo Vidal. Der will doch hier wohl nicht sein Hattrick probieren. Das ist Thomas Müller. Der war heute noch gar nicht großartig zu sehen. Beziehungsweise mit einer Tormöglichkeit war er noch nicht großartig zu sehen. Ansonsten, ja, viel läuft über ihn. Und es gibt wieder Freistoß für die Bayern. Also, wir können uns hier wirklich nur mit Fouls momentan behelfen. Ansonsten geht hier gar nichts. So, wieder Bayern.
Die stehen hinten wie eine Eins. Und wieder so. Naja, da gibst du recht, die gelbe Karte gegen Draxler. Nach 80 gespielten Minuten. Also hier wird es irgendwie nichts. Kevin probiert es wieder mit einem langen Ball rein, aber der Ball, er bleibt aber auch wieder einmal bei den Bayern. Ricardo Rodriguez, jetzt vielleicht mal Draxler, das ist Kruse. Das ist Ila. Wo? Gier und Anschlusstreffer, 2:3, jetzt wird es auch nochmal spannend. Wie aus dem Nichts fällt dann das 2:3. Ich möchte beinahe sogar sagen, unverdient. Aber Gila Bougie macht es dann nochmal auf den letzten Metern spannend. Schafft Wolfsburg hier vielleicht noch ein Unentschieden oder Bayern vielleicht sogar gleich hier direkt die Antwort. Also der Lucky Punch ist uns jetzt hier schon mal zum einen geglückt. Oh, kannst du nicht so den Ball verlieren. Knoche bis dahin noch gelobt. Jetzt macht er da den Fehler und dann macht was Lewandowski das 2:4. 5 Minuten sind noch zu spielen. Ja, Wuki gut bedrängt von Arturo Vidal, aber es gibt jetzt auch hier für dieses taktische Foul die gelbe Karte. Bayern merkt jetzt hier, Wolfsburg ist leicht im Aufschwung. Wollen natürlich jetzt hier noch alles probieren, um wenigstens einen Punkt hier in der Arena halten zu können. Das ist Naldo. Immer noch Naldo, oh, setzt da gut nach. Das ist Draxler, das ist Bruno Henrique, das ist wieder Draxler. Das ist Max Kruse, tatsächlich das 3:3. Ich werde bekloppt, 90. Minute. Max Kruse. Dann lassen sich die Münchner etwas überlaufen, überrennen und dann ist tatsächlich Max Kruse da. Der 90 Minuten im Grunde genommen fast nicht auffällig. Und jetzt haut er das Ding doch noch mal kurz vor Schluss rein. War es das oder gibt es hier vielleicht noch das 4:3 oder 3:4? Das ist die Frage. Obwohl das jetzt natürlich extrem wäre. Aber man weiß ja nie. Und jetzt kommen wir tatsächlich hier noch mal. Das ist Carly Jury. Das ist Carly Jury. Nächste Möglichkeit, Henrique, abgefälscht. Die Bayern schwimmen etwas hinten. Die Lücken sind auf einmal da. Die Wolfsburger merken, hier geht noch was. Wieder Bruno Henrique. Alter Schwede. Ich glaube, das ist die spannendste Prognose, die wir bisher hatten. Also jedenfalls in der Schlussphase. Und ich wünschte, Kevin wäre gerade hier. Naldo mit der nächsten. Und das 4:3. Ich werde irre. Wolfsburg macht das 4:3. Was ist denn das für ein irres Spiel? 85. Minute. Es stand 1:3. 90. Minute. Plus X. Es steht 4:3. Wolfsburg durch Innenverteidiger Naldo. Holy shit. Und das Schluss für 4:3 Endstand. Sorry, aber das geht einfach richtig an die Nerven. Auf jeden Fall spannender kann es nicht sein. Ich glaube zwar nicht, dass es in Realität für Wolfsburg so ausgehen wird, aber Punkt traue ich Wolfsburg schon zu, aber trotzdem tippe ich mal auf ein 0:2 für die Münchner. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Anschauen und wenn ihr natürlich das weiterhin sehen wollt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann natürlich, gibt auf jeden Fall dieser Folge ein Like. Nicht nur dieser Folge, nein, gibt auch das Like für den Kevin und wünscht ihn auf diese Weise gute Besserung. Und wir sehen uns dann wieder. Vielleicht schaut ihr ja auch mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Würde mich natürlich freuen. Da gibt es dann auch ein paar Sachen mit dem lieben Kevin, zum Beispiel der WWE Talk. Schaut da mal vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten sehen wir uns dann demnächst wieder zusammen mit dem Kevin. Macht's gut. Euch noch einen schönen Abend. Haut rein. Ciao.